Wollen wir uns reinstürzen in die Backrooms? Die Backrooms existieren, Backrooms gefunden. Ich liebe es, auf Creepypasta Punch zu reagieren, einfach weil es mir irgendwie, ich weiß nicht, es gibt geile Vibes, oder? Ja, ja, oh ja, schau den Chat an. Yo, Olfan und Tod, danke dir. No, Krokodil, ja, jetzt hast du ein Pech gehabt. Wir gehen rein in die Backrooms, denn die wurden gefunden. Ich sag tatsächlich, in Sachsen. Wir haben auf diesem Kanal hier ja schon häufiger über die Backrooms gesprochen. Ein seltsamer Ort, an dem man nur gelangen kann, wenn man durch die Realität no-clappt. Ich war da mal. By the way, hat er nicht voll Angst, dass er, wenn er in sein Zimmer reingeht, dass ihn da diese Maske erschreckt? Die Aline hat mich früher extrem oft erschreckt. Oder wenn ich mich so umgedreht habe oder so. Oh, sprich, wenn man durch den Boden oder durch eine Wand hindurchfällt, als gäbe es irgendeinen Systemfehler. Und auf einmal taucht man an diesem surrealen Ort auf, wo man gefangen ist und der gefüllt ist mit den unterschiedlichsten Gefahren. Wir haben auf diesem Kanal schon über die unterschiedlichsten Themen bezüglich der Backrooms gesprochen. Wie kommt ich liebe Creepypasta Punch. Man rein? Wie kommt das ist jetzt wirklich keine Verarsche. Ich mag ihn wirklich, ich finde ihn sympathisch. Und wieder raus. Welche Gefahren lauern in den Backrooms und vieles, vieles mehr. Doch heute wollen wir eben die am häufigsten gestellte Frage beantworten. Zumindest die Frage, die ich von euch am häufigsten bekommen habe. Und zwar, wo genau liegen die Backrooms? Wo gibt es die Backrooms? Wo existieren sie? Wo gibt es Eingänge dahin? Also realistisch gesehen, yo Oldie, danke dir nochmal für das verschenkte Sub. Realistisch gesehen sind die Backrooms ja gar nicht mal hier. Die sind nicht auf der Erde, ne? Sondern die sind in so einer Art Zwischenwelt. Das ist wie wenn du in so ein Wurmloch reinslidest, oder nicht? Auf Steam, bei mir zu Hause, hinterm Mond. Wo gibt es die Backrooms? Wo existieren sie? Wo gibt es Eingänge dahin? Und genau diese Frage möchte ich heute einmal Eintritt beantworten. Zahlt man? Aber damit wir das machen können, müssen wir die Backrooms natürlich aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal wollen wir uns der Frage stellen, wo existieren die Backrooms, wenn sie denn tatsächlich real sind? Ja. Wenn es die Backrooms also wirklich gibt, diesen gruseligen Ort. By the way, falls ihr dieses Video gesehen habt, dieses originale Backrooms-Video, da habe ich mir gestern ein Video angeschaut von dem Typ, der das gemacht hat. Der war bei Anthony Padilla, der ist 17. Der ist 17 Jahre alt. Und damals, wo er das gemacht hat, war er wahrscheinlich 16 oder, weiß nicht, 15 oder so, keine Ahnung, aber wahrscheinlich so 16. Der hat einfach mit 16 Jahren dieses Video gemacht, das ist crazy. Wo ist dieser Ort? Und gibt da muss man mal Steuern zahlen. Das ist tatsächlich das Backrooms-Finanzamt. Auf der Erde eine Tür, die in die Backrooms sofort reinführt. Und die zweite Sache, die wir uns angucken wollen, ist, wo stammt das allererste Bild der Backrooms her? Wo ist dieser Ort, der eben die Inspiration für dieses ganze Mysterium gewesen ist? Und ich kann euch eine Sache sagen. Die ganze Sache ist hierbei nicht so simpel, wie ihr vielleicht denkt, aber dazu kommen wir gleich. Wir gucken uns nun also erst einmal an, wo liegen die Backrooms, wenn sie denn tatsächlich real sind. Kanada. Bevor wir damit anfangen, kommt hier aber noch einmal ein kleines Wort von unserem Sponsor. Kennt ihr das auch? Ihr müsst noch irgendetwas Wichtiges erledigen, aber ihr seid... Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Skillshare? Nein. Einfach viel zu müde dafür. Okay. Das ist jetzt ganz kniffliges Terrain, auf dem wir uns hier befinden. Es könnte jetzt sein... Skip? Ja, jetzt warte mal. Jetzt ist wichtig, was das hier für ein Sponsor ist. Dann habe ich einen... Du wirst es lieben? Einen Tipp für euch, und zwar Holy. Yes! Holy ist eben ein pulverbasierter Energy Drink, der Let's euch go. Hilft. Alter, Holy übernimmt einfach alles. Die übernehmen einfach auch meine Reactions. Was hat Holy für ein geisteskrankes medientechnisches Verständnis? Die holen einfach Creepy Pasta Punch, den allerechten mit ins Boot. Let's go. Let's go. Gönnt euch. Ich skippe aber trotzdem. Arbeit und jetzt los zum Video. Ja, aber gönnt euch. Also. Stellen wir uns einmal vor, die Backrooms sind tatsächlich ein echter Ort. Wo liegen sie? Die meisten von euch würden jetzt wahrscheinlich antworten, in einer Art Paralleluniversum. Ein Ort getrennt von unserer Erde. Und grundsätzlich habt ihr damit auch nicht Unrecht, aber man muss dazu sagen, obwohl man von jedem Ort auf der Erde in die Backrooms no-clippen kann, also in jedem Ort hat man die Möglichkeit, in die Backrooms zu glitschen, gibt es einige Gerüchte, dass tatsächlich auf der Erde Türen existieren, die direkt in die Backrooms führen. Ihr wisst eh alle, was die Backrooms sind, oder? Das ist einfach, wenn du morgen wieder Holy Merkurwasser gönnen. Boah, mit Merkurwasser schmeckt Holy einfach insbesondere gut. Das ist einfach... Nein? Okay, vielleicht hätte ich das irgendwie erwähnen sollen. Das ist so, wenn du
No-Clips? Wisst ihr, was ein No-Clip ist? Ja, wer kennt dich? Ja, einfach, du kannst quasi so ausrutschen und dann bist du so in so einem ewigen Labyrinth von Offices, ne? Genau. So gibt es eben eine Theorie, die zum Beispiel von Kane Pixel, der eine ganze Reihe zu den Backrooms gemacht hat, auch gezeigt wurde, dass eben die US-amerikanische Regierung mit den Backrooms experimentieren soll. Laut eben diesem Gerücht, das auf unterschiedlichen Backrooms-Foren gepostet wird, sollen die Backrooms vielleicht sogar nur deswegen entstanden sein, weil die US-amerikanische Regierung Experimente gemacht hat mit eben einem Raum, der abseits unserer Realität existiert. Und so gibt es eben die Theorie, dass dann sind einfach pissgelb gemacht. Die Amerikaner tatsächlich einen Zugang in die Backrooms haben. Dass also quasi in der Area 51 oder in irgendeinem anderen geheimen Zentrum der US-Regierung eine Art Facility existiert, ein Labor mit einer metallenen Tür, durch die man direkt in die Backrooms gelangen kann. Das bedeutet nicht, dass diese Tür räumlich direkt neben den Backrooms liegt, sondern dass diese Tür einfach nur wie ein Portal funktioniert, das einen in die Backrooms hineinbringt. Ich dachte früher, dass man mit einem Lift rüber also reinkommt. Das war ja das Ding eigentlich. Das war so das erste große Ding, dass du so in die Arbeit fährst und du fährst mit dem Ventilator, wollte ich sagen, mit dem Lift und dann öffnen sich die Türen und du bist halt so und du bist in den Backrooms und du denkst so, hä, was ist das? Und du steigst so aus, schaust dich um, auf einmal gehen die Türen wieder zu. So, ja, naja. Ohne Witz, Backrooms, geilste Creepypasta-Sammlung seit SCP, ja safe, auf jeden Fall. Das bedeutet also, wenn man durch diese Türen durchgeht, ist es trotzdem so, als ob man ein Paralleluniversum reist. Aber es ist angeblich der einzige reale feste Ort, der immer eine Verbindung zu den Backrooms besitzt. Deswegen könnte man also sagen, wenn es die Backrooms wirklich gibt, dann existieren sie höchstwahrscheinlich in den USA. Zumindest unser einziger sicherer Durchgang existiert in den USA. Ja, okay, da wo auch alle UFOs immer herumfliegen, ne? So viel also zu diesem realen Mysterium, wenn die Backrooms echt sind. Aber wir wollen uns jetzt einmal das viel größere Mysterium angucken. Und zwar, woher stammt dieses Bild? Dieses Bild bekam eben... Ich weiß es! Aus den Backrooms! ...viel Bekanntheit im Jahr 2019, als es auf 4chan gepostet wurde und die ersten Leute anfingen, über die sogenannten Backrooms zu sprechen. Damals schrieb eben eine Person, die das Bild postete, dass dies die sogenannten Backrooms sind. Ein Ort, an dem man hin glitschen kann, wo man hin no-clippen kann und wo es eben eigentlich keine Gefahr gibt, wo also keine Kreaturen sind. Aber wenn es dort Kreaturen gibt, dann würden sie einen sofort hören, wenn man dort ankommt. Dies war eben der allererste Post, der das Ganze ins Rollen gebracht hatte. Der dafür sorgte, dass eben die Leute... Aber wie ist das wirklich entstanden? Weiß man das? Dieses Bild? Hat der das damals auch schon animiert? Oder ist das irgendwie... Weiß ich nicht. Oder ist das ein echter Ort gewesen, den er jetzt irgendwie mit Photoshop nur nochmal... es könnte sogar... Nein, das ist doch kein echter Ort. Nein, das ist kein echter Ort. Aber das sieht schon funky aus. So, da würde ich gerne arbeiten. Der dafür sorgte, dass eben die Leute auf die Backrooms aufmerksam wurden und daraus ein riesiges Mysterium. Ah, es gibt ein Ursprungsvideo, das sieht sehr nach CGI aus. Ja, okay. Wurde. Aber tatsächlich ist dies nicht das allererste Mal, dass dieses Bild im Internet gepostet wurde. Oha. Ein früherer Beitrag, der eben ebenfalls dieses Bild zeigte, unter eben einem 4chan-Board, wo unangenehme Fotos gepostet werden, stammt aus dem Jahr 2018. Sprich, im Jahr 2018 wurde dieses originale Backrooms-Foto schon einmal gepostet. Damals war allerdings noch nicht so groß von den Backrooms die Rede. Es war einfach nur ein seltsames, unbehagliches Bild, was vielen Leuten Angst gemacht hatte. Man könnte nun also meinen, dass 2018 das ursprüngliche Bild war. Schon damals haben mehrere Leute in den Kommentaren gefragt, wo denn dieser Ort liegt. Es sieht ja letztendlich aus wie zum Beispiel ein Bürogebäude, das leergeräumt wurde. Zugegeben, anhand von den Tapeten und Co., ein Bürogebäude von einigen Jahrzehnten weit weg, aber trotzdem wollten Leute wissen, wo dieses Bürogebäude denn ist. Nur, dass es schon damals, 2018, keinerlei Informationen dazu gab. Der Typ, der das Ganze gepostet hatte, hat nicht sagen können, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Lol. Ihr glaubt, hat er das auch einfach kopiert so und dann da reingepostet? War not so, danke für den normalen Sub.
Sind wir in der Matrix oder hinter dem Spiegel? Einfach DDR-Büro, easy erklärt. Du, ich sag dir ganz ehrlich so, es ist schon, jetzt bin ich auch fasziniert, jetzt hat er mich, ne? Jetzt ist es gar nicht mehr so witzig, jetzt will ich auch wissen, wo das halt herkommt, so. Und viele Leute sind sich weiß es. Sicher, dass der Grund dafür ist, dass auch er dieses Bild überhaupt nicht gemacht hatte. Denn manche Leute hatten sich die Metadaten von eben diesem originalen Backrooms-Foto angeguckt los, und dabei eben bemerkt, dass scheinbar ein Ja in diesen Metadaten enthalten ist. Sprich, anhand der Metadaten des Bildes konnte man zurückverfolgen, dass erstens dieses Bild mit einer Digitalkamera fotografiert wurde, die ungefähr im Jahr 2001 oder 2002 hergestellt wurde, und dass die erste öffentliche Darstellung dieses Bildes vermutlich das Jahr 2012 gewesen ist. Sprich, irgendwo im Internet, wir wissen nicht wo, wurde 2012 dieses Bild schon einmal gepostet. So viel zu CGI, oder? Das ist ein echtes Bild? Also ob die Metadaten nicht manipuliert werden können? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung, kann vielleicht sein so. Aber yo. Höchstwahrscheinlich wurde es damals auch auf 4chan eben verbreitet, unter dem Paranormal Board oder so. Aber 4chan hat vor 2013 häufig die Archive geleert, weswegen wir den originalen Post zu den Backrooms nicht mehr finden können. Doch dies grenzt schon einmal ein, wann dieses Foto gemacht wurde. Und das ist für dieses Mysterium schon mal relativ hilfreich. Wir wissen also, dass dieses Foto mindestens aus dem Jahr 2001 stammen muss, sprich, wo diese Digitalkamera gemacht wurde, und spätestens im Jahr 2012 aufgenommen wurde, wo die Metadaten eben belegen, dass das Foto das allererste Mal gepostet wurde. Ja, for real, irgendwer der Hapschi da draußen will wissen, irgendwer hat das gemacht und denkt sich jetzt so, haha, die sind alle so blöd. Dies sind alle Informationen, die wir erstmal zu der Entstehung dieses Bildes haben. Ja. Doch die Frage, die wir hier beantworten wollen, ist ja nicht unbedingt, wann wurde das Bild genau aufgenommen, sondern wo wurde es aufgenommen? Und als diese Frage eben im Raum stand, hatten sich unterschiedlichste Menschen, hunderte Leute online auf die Suche gemacht, irgendetwas herauszufinden. Und damals gab es schon nach ziemlich kurzer Zeit eben einen großen Durchbruch. Und zwar fanden einige Nutzer ein Foto, das scheinbar eben die Backrooms zeigt. Und zwar ist dies dieses Foto hier. Dieses Foto zeigt... Okay. Das sieht jetzt nicht... Okay. Ich meine, hier hinten ist ein Fenster. Das sieht jetzt nicht ganz so backroomy aus, aber das sieht schon... Das gibt mir schon so Vibes, oder? Zeigt eben ein altes, verlassenes Büro. Und wenn man sich dieses Foto genau... Sieht exakt aus wie mein altes Büro. Wo hast du gearbeitet? Gib mal die Adresse, ich will zu den Backrooms. ...oder ansieht, dann wird man tatsächlich bemerken, schreib die Adresse, dass der Aufbau dieses Büros tatsächlich den Backrooms relativ ähnlich sieht. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass an den Wänden dieses Büros die gleiche gelbe Tapete wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein extrem gut passendes Bild. Viele Leute hatten damals dieses Foto gefunden und haben dann gesagt, hey, wir haben es entdeckt. Dieses Bild stammt aus 2009. Es war scheinbar ein Bürokomplex aus den USA, der eben verlassen wurde, der leergeräumt wurde. Und vorher sah er eben so aus, wie wir es aus dem Original... Und du willst mir erzählen, irgendjemand hat sich... Vor 20 Jahren hat sich gedacht, yo, hier, ich mache jetzt eine brunzgelbe Tapete, mache ich da jetzt hin. Wenn du den Leuten mal das Ursprungsvideo zeigst, wo das erste Mal jemand in die Backrooms fällt, würde das den Leuten viel erklären. Falls ihr nicht wisst, ja, falls, was die Backrooms sind, Backrooms. Da hier. Das habt ihr doch safe schon mal gesehen, oder nicht? Wir schauen nur die ersten paar Sekunden. Camera rolling. Alright, and action. Vielleicht hätte man das am Anfang machen sollen, oder? Alright, cut. That was good, guys. I'm taking, we get a wide angle, and then we're done. Okay? Alright, yeah, cool. Like, how much further? Like, a little more. You got it? So, jetzt pass auf. Schau, das ist der No-Clip. Na, der ist jetzt hingeflogen, der Trottel. Weil er einfach durch die Welt gefallen ist. Ha, Kaiser99, danke dir für den Prime. Thank you for the Prime Sub, my man. Shout out. Hello? Und jetzt ist er in den Backrooms, ja? Jetzt ist er faktisch tot. Der Typ ist tot, ja?
Hello? Und wir wollen herausfinden, wo das Ding ist. Ich hoffe, das hat jetzt Sinn ergeben für euch. Ja, es gibt einen Ort, wo man einfach reinfallen kann und dann ist man dort. Ein Backrooms-Bild kennen. Leute waren sich damals schon sicher gewesen, dass sie den Beweis gefunden hatten. Doch es stellte sich einige Zeit später heraus, dass eben die Backrooms, das Bild der Backrooms, nichts mehr... der Kaiser 99, für die Leute, die es nicht wissen, der ist Engländer, ne? Yes, let's go, hope you're doing well, man. Shout out to my brother. We're brother from the same Kaiser, you know? ...mit diesem Bürogebäude zu tun hatte. Manche Leute schrieben so zum Beispiel, dass dieses Bürogebäude niemals gelbe Tapeten gehabt hat. Es war immer ein ganz normales Bürogebäude mit weißen Wänden oder beigen Wänden, aber es sah nie so aus, wie die Backrooms es taten. Das bedeutet also, alles, was wir durch dieses Bild gelernt haben, ist, dass es scheinbar viele Orte früher einmal gegeben hat. Viele Büros oder zum Beispiel auch Backrooms in irgendwelchen Einkaufszentren, die tatsächlich so oder so ähnlich aussahen, wie die Backrooms, die wir heutzutage kennen. Doch können wir trotzdem irgendwelche Antworten finden? In welchem Land zumindest liegen denn diese Backrooms? Grönland, safe. Und diese Frage können wir tatsächlich sogar beantworten. Okay. Denn im Laufe der letzten Jahre gab es unterschiedlichste Gerüchte zu eben dem Land, aus dem die Backrooms kommen. Ein sehr beliebtes Gerücht, das früher viel verbreitet wurde, war so zum Beispiel, dass die Backrooms tatsächlich hier in Deutschland existieren. Angeblich sollte es hier in Deutschland ein Hotel geben, das eben diese Backrooms beherbergte, oder es soll ein Bürokomplex gewesen sein, der früher in der DDR gestanden hat, sprich in Ostdeutschland, aber eben nach dem Mauerfall zerstört und da hatten wir ja wen im Chat, oder? Der es gecallt hat. Umgebaut wurde. Viele Leute sagten eben, dass genau diese Tapete, die man in diesen Bildern sieht, in ja, den originalen die man hier ganz klar kennt. Fotos, dass diese Tapete tatsächlich früher in der DDR sehr beliebt gewesen ist. Daher waren viele sich einig, in irgendeinem Gebäude, das vielleicht heutzutage gar nicht mehr existiert, hier in Deutschland, sollen die Backrooms mal gestanden haben. Das heißt, eventuell solltet ihr aus Ostdeutschland kommen, vielleicht kennen manche von euren Vorfahren, eure Eltern, Großeltern oder so, genau diese Räume. Vielleicht könntet ihr ihnen ja mal die Bilder zeigen. Doch dies waren alles nur Gerüchte. Es gab nie wirkliche Beweise dafür, dass die Backrooms tatsächlich in Deutschland stationiert gewesen sind. Beweise fanden sich dann tatsächlich aber auf Google Maps, dass die Backrooms angeblich aus Japan stammten. Auch in Japan waren Bürogebäude, die so aussahen, keine Seltenheit gewesen und Leute fanden in einem Silo in Japan ein tatsächlich mit Google Street View aufgenommenes Bild von den Backrooms. Ja, das ist ja fake. Jemand hatte eben in Japan, in einem verlassenen Gebäude, in einem Silo, eine Google Street View Aufnahme gefunden, die exakt so aussah wie die Backrooms. Als dies war das Bild? Das war ja eindeutig fake, da hat irgendein Schwanz hat das hochgeladen, hat gesagt, haha, Backrooms sind in dem Silo. Und jetzt sind wir hier. Damals entdeckt. Wegen irgendeinem. Wurde, gab es sofort viele Leute, die sicher waren, dass die Backrooms jetzt endlich gefunden wurden. Ja, in einem Silo. Doch eben diese Bilder, die auf Google Maps gefunden wurden, stellten sich schon kurze Zeit später als Fakes heraus. Oh. Diese Bilder wurden von einem französischen Künstler erschaffen, der an mehreren Orten auf der Welt eben diese Bilder per Google Maps hochgeladen hatte und Leute damit verwirren wollte, beziehungsweise eben zeigen wollte, wie er es schafft, diese Welten zu erschaffen. Das bedeutet, so gruselig oder besonders dieser Fund auch gewesen ist, er war letztendlich nicht der echte Beweis, nicht der echte Ursprung der Backrooms. Das bedeutet also, die Gerüchte von Deutschland sind nicht belegt und die Bilder, die auf Google Maps auf der ganzen Welt gefunden wurden von den Backrooms, sind ebenfalls tatsächlich keine Hilfe, weil sie nicht echt sind. Damn. Wie können wir nun also herausfinden, wo die Backrooms liegen? Und die Antwort ist relativ simpel. Wir freestyle. Wir müssen uns dafür tatsächlich einfach nur das originale Bild angucken. Unterschiedlichste Leute auf der ganzen Welt haben dieses originale Backrooms-Bild auf die genauesten Sachen überprüft. Ja, stimmt, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist ja ein Typ B-Outlet, das ist ja eine bestimmte Art von Steckdose. Das ist smart, dass man auf sowas schaut. Baseboard? Ja, okay. Kamera, das ist alles nicht wirklich viel Aussagekraft. Aber okay, aber das schließt schon mal einiges aus. Und dabei haben sie vieles gefunden. Sie haben so zum Beispiel Lichtreflexionen am Boden gesehen, das darauf hindeuten könnte, dass irgendwo an der Wand zum Beispiel ein Fenster liegt.
Sie haben herausgefunden, wo zum Beispiel die Wände der Backrooms leicht kaputt sind oder wo es zum Beispiel auch so aussehen könnte, als ob die Backrooms nur am PC kreiert wurden. Doch es gibt einen Hinweis auf genau diesem Bild hier, das uns sagen kann, wo die Backrooms liegen. Und ich möchte mal von euch wissen, seht ihr den Beweis, wo die Backrooms liegen auf dem Foto? Die Antwort ist tatsächlich überraschend. Und zwar müsst ihr dafür eben genau hier hingucken. Oha. Das hier ist eine Steckdose. Damn! Aber wie ihr vielleicht wisst, gibt es eben nicht auf der ganzen Welt die gleichen Steckdosen. Hier in Deutschland haben wir zum Beispiel Steckdosen, die sich gleichen mit beispielsweise Dänemark oder der Niederlande. Aber diese Steckdose, die auch als Type-B-Outlet bezeichnet wird, gibt es tatsächlich nicht hier in Europa, nicht in Asien, nicht in Afrika, sondern nur in Nord- und Südamerika. Vor allem in den USA ist eben ein Type-B-Outlet, wie wir ihn auf dem Bild sehen können, extrem beliebt. Das bedeutet also quasi, anhand dieser Steckdose, die scheinbar in diesem alten Bürogebäude, das hier fotografiert wurde, vorhanden ist, können wir zumindest sagen, dass die Backrooms in den USA oder zum Beispiel Kanada, der 99er Kaiser ist so eine Legende, ne? existiert haben. Natürlich wird eben Type B auch zum Beispiel in Teilen von Brasilien oder so benutzt. Allerdings muss man sagen, dass Büros in Brasilien früher eigentlich nicht so aussahen wie die Backrooms. Deswegen könnten wir jetzt Italien auch? Nein. Italien haben einen normalen Stecker, glaube ich. Es ist eh so unnötig, dass es so viele verschiedene Stecker gibt. Und ich meine, jetzt ist halt noch einmal schwieriger. Also du kannst jetzt nicht in Europa so zum Beispiel alle Stecker anpassen, ne? Mit relativer Sicherheit. Oder halt umgekehrt. Ich halt sagen, und das ist der bisherige Stand von den Leuten, die das Ganze erforschen, dass die Backrooms tatsächlich ein altes Bürogebäude sind aus entweder Kanada oder der USA. Dies beantwortet uns natürlich leider noch nicht, wo die Backrooms genau sind und wie sie heutzutage aussehen. Es könnte durchaus sein, dass die Backrooms bis heute existieren, dass das Haus existiert, wo das originale Foto aufgenommen wurde, aber es ist mehr als unwahrscheinlich, dass eben die Backrooms bis heute noch genauso aussehen, wie damals 2012 oder wann auch immer das Foto aufgenommen wurde. Warum? Höchstwahrscheinlich wurde dieses Foto gemacht, als eben dieses Bürogebäude leergeräumt wurde, kurz bevor man es umbaute. Man hat eben irgendwann einen Wandel gemacht von den altmodischen, veralteten, unterschiedlichen Bürogebäuden hin zu moderneren. Und ach so, er meint jetzt das originale Backrooms-Foto. Jo, danke, Admiral Hipster, für den 6. fortlaufenden Monat. Ja, also ich denke mir, jetzt mal rein theoretisch, ja, wenn da irgendjemand gearbeitet, gewohnt, was auch immer hat, dann musst du das ja wieder erkennen. Außerdem ist das gar nicht mal so ein... Schau dir das an, diese Wand, die hat da oben so einen Spalt und sowas. Das ist ein recht großes Areal. Das sind locker so, keine Ahnung, 15 Meter oder so. Ich kann das nicht abschätzen, oder 20 Meter. So, das ist kein kleiner Raum irgendwo, sondern da geht es ja auch noch weiter. Da geht es auch noch um die Ecke weiter und sowas. Irgendwer muss das ja erkennen können. Es umbaute. Man hat eben irgendwann einen Wandel gemacht von den altmodischen, veralteten, unterschiedlichen Bürogebäuden hin zu moderneren. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass dieses Bild von den Backrooms das allerletzte Bild ist, das jemals von diesem Gebäude gemacht wurde. Damn. Wir werden die Backrooms höchstwahrscheinlich nie finden, es sei denn, sie sind tatsächlich echt. Und irgendwann, ohne dass wir es erwarten, glitschen wir auf einmal durch den Boden und landen genau dort. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich wollte eben einmal alles vorstellen, was wir zu dem Verbleib der Backrooms wissen. Und ich hoffe, das Video war für euch interessant. Schreibt gerne in die Kommentare. Creepy Pasta Lunch. Sehr, sehr geiles Video. Na, war wirklich witzig. War wirklich witzig. Backrooms seit 2021 einer der besten Creepypastas. Ja, aber ich war auf jeden Fall dort. Es war cool. Sag ich euch, wie es ist, kann ich euch weiterempfehlen. Besucht die Backrooms. Ja, und kauft auf jeden Fall bei Holy. Na, da muss man auch einfach mal supporten.